Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal den großen Jagras, aka das geheime Monster. Welches könnte das nur sein? Ich bin jetzt bereit zum Aufbruch, warte, dass Devius sich noch bereit meldet und dann, holy shit, Alter, rasten wir einfach mega aus. Mega aus! Party ohne Ende, sage ich. Hauen wir alle Monster in die Mülltonne. Hab mich auch mal passend gekleidet, so angemerkt. Wie mit dem Namen Waldverschlinger Großjagras. Der Großjagras ist gelb-grün gestreift und hat die unangenehme... Oh, ich bin falsch. Was mache ich denn hier? Hier müssen wir gar nicht hin. Wir müssen nach hier vorne, ich Idiot. Was zu tun ist. Wir müssen ihn finden. Warum auch immer ich da landete, wo ich eigentlich das hier ausgewählt habe, aber was soll's. So. Verteidigung hoch. Muss mich ja irgendwie schützen, wenn mich das Monster, das gleich total überraschend kommt, wieder aus der Luft kickt. So, dann schauen wir mal, ob wir es finden. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, hier läuft noch ein Engineer rum und noch irgendwas. Und ich habe vergessen, was hier noch rumläuft. Und ich glaube, der Engineer wird dann einfach durch geheimes Monster X, was total nicht im YouTube-Titel stehen wird, ersetzt. Und, das findet man dann, während er dann hier rumläuft. Aber mal gucken, ob wir ihn finden. Das letzte Mal lief er irgendwo hier rum. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Warte, ist das nicht ein Nagakuga? So einer wurde in der neuen Welt noch nie gesichtet. Oh mein Gott, das ist ja voll krass. So, jetzt können wir auch direkt erstmal dafür sorgen, dass er paralysiert ist. Dann mobben wir ihn gerade einfach mal ins nächste Jahrtausend. Jetzt wäre es noch cool, wenn ich irgendwie Orange von ihm kriegen könnte, ehrlich gesagt. Kann ich aber anmerken, wie übelst hübsch er ist? Er sieht so schön aus. Sein Fell ist einfach so fluffig. Ich möchte ihn streicheln und ich glaube, es ist richtig, richtig weich. Wo ist denn mein scheiß Käfer schon wieder hin? Weißt du, wer jemals, glaube ich, schon mal so einen Samoyeden gestreichelt hat? Ich glaube, das wird sich sehr ähnlich anfühlen, wenn ich ehrlich sein soll. Ah, na bitte. So. Ich sehe halt nichts, Alter. Uiuiui. So, ich weiß auch, dass wir so Stuff aufnehmen können. Und dann kann ich das irgendwie... So, jetzt kann ich nämlich noch irgendwas damit machen. Jetzt habe ich nämlich die... Stechkapsel in meine Glefe geladen, was man jetzt auch daran sieht, dass der Nubbel unten so lila ist und nicht mehr grün. Wow, richtig gut gelandet, Alter. Voll nice. Und ich glaube, jetzt macht mein Käfer auch mehr Schaden, ehrlich gesagt. Ah, und ich sterbe auch gleich einfach. Okay, dann ziehe ich ihn noch gerade mal zurück. Zieh mir noch einen Trank rein. Also wenn euer Nubbel unten lila ist, dann solltet ihr euch wirklich, wirklich Sorgen machen. Aber bei mir ist es gerade ziemlich gut, dass der Nubbel lila ist. Nur so als kleine Info am Rande. Ach, wir können auch zwei Farben jetzt auf einmal ziehen. Das ist ja super krass. Okay. Man lernt immer was dazu.
Wir haben einfach unser Vieh supercharged, Mann. Sie merkt es nicht so wirklich, oder? Also, dass sie gerade so meinte, kommt ihr voran? Halt, es ist ja nicht so, als ob wir gerade hier einfach mega mit einem Monster battlen. Aber hey, was wissen wir schon? Eieiei, okay. Das ist ein richtig, richtig nicer Kampf. Also, der ist halt wirklich... wundervoll. Laufen wir ihm noch gerade mal hinterher und schauen mal, ob wir ihn noch kriegen können. Ich glaube, jetzt futtert er nämlich gerade erstmal. Das heißt, ich habe genug Zeit, meine Waffe zu schärfen. Ha, du dachtest, du könntest mich kriegen, aber... nicht damit gerechnet, dass ich einfach... Verdammt, du hast mich doch gekriegt. Oh Gott, du killst mich einfach gleich. Beweg dich, Brudi! Es ist ziemlich dangerous hier gerade. Und komm, noch eine geht noch. Ein so ein Wikinger-Bier und dann können wir weitermachen. Verdammt. Er hat ihm einfach an den Kopf gebufft, Mann. Ah, das war daneben, verdammt. Komm schon. Sehr schön. Was war das denn, Alter? Jump mir doch kurz mal hier rüber. Und schon zieht er von dann. Ich glaube, jetzt haben wir es auch fast geschafft. Gleich ist er einfach Geschichte, Alter. Mantel mindert Schaden und verringert deine Reaktion auf erlittene Treffer. Ja, verdammt. Das sollte nicht passieren, Mann. Eigentlich dachte ich, ich bin voll klug und springe jetzt einfach drüber. Naja, was soll's so. Haben wir ihn gefangen? Ich glaube, wir haben ihn gefangen. Okay. Und das ist der Nagakuga, meine Freunde. Ah ne, er ist tot. Okay, ich dachte, wir haben ihn gefangen. Haben wir ihn gefangen? Er liegt zumindest in einer Falle. Die zerlegten Teile zur Basis bringen und deine Ausrüstung verbessern oder neue herstellen. Und noch eine Peitsche.
Und ein Schweifspeer. Ja, auf jeden Fall voll viel. Okay, wir haben ihn doch nicht gefangen. Wir haben einfach nur legit gekillt. Aber ja, er ist halt echt ein fluffy Boy. So, er ist ein Cuter. Den mag ich gerne. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 10 Minuten. Vielleicht schaffen wir es noch, den Jagras zu killen. Der müsste ja nicht auch hier irgendwo rumeiern. Das heißt, ich fetz mich gerade mal nach hier. Da müsste der ja irgendwo sein. Ich lese gerade, wenn ich mir das Spiel für den PC kaufen möchte, muss ich das mit dem Controller spielen oder geht das auch mit Tastatur? Ich kann das auch mit Tastatur spielen. Ist nicht so ideal, aber geht. So, wo eiert unser guter Dude hier noch rum? Weil dann können wir den noch killen, dann haben wir alle Monster gesehen, die es hier zu sehen gibt, die irgendwie einigermaßen besonders sind und dann haben wir die Demo komplett einmal durchgespielt. Holy shit. So, ah, guck mal, hier ist er ja. Bei ihm orange her, Mann. Ah, okay. Von der Mitte seines Körpers. Irgendwo. Geht doch. Warte mal, so und dann... Okay. Das war getankt, Alter. Das war so gewollt. Aber ich will gar nicht fliehen. Ich möchte ihn eigentlich nur kurz wegbomben und dann haben wir hier die ganze Geschichte einmal beendet. Was ganz nice wäre eigentlich. Oh, haut er einfach ab, Alter. Jawohl! Wie er einfach gekonnt ausweicht. Aber wir haben jetzt noch fast gekillt. Ich glaube, er rennt jetzt in seine Höhle zurück. Und da... Das ist dann Feierabend, Alter. Oder nein? Oder doch? Wo läuft er hin? GG! Einmal vom Frosch getroffen. Dude, steh auf! Du schaffst das! Oh Gott! Ich freue mich übrigens mega doll auf die ganze Geschichte, wenn sie dann irgendwann mal fertig ist. Ich stehe super auf die neuen Waffen-Moves. Ich stehe einfach super doll auf alles, was hier passiert. Ich fände es ein bisschen geil, wenn sie mit dem Add-on tatsächlich auch noch ankündigen würden, dass sie, ach, verdammt. Crossplay für PC und Xbox machen. Das wäre halt unfassbar großartig. Aber das scheinen sie irgendwie, nicht so interessiert zu sein und,
Verdammt, ich komme auch nicht an ihm dran, ne? Nope. Schaffen wir ihn noch in 5 Minuten? Könnte knapp werden, Mann. Wow, okay. Na bitte. Dann haben wir das auch geschafft. Wir haben einen Nagakuga und den Groß-Jagras in einer Quest gekillt. Daher vielen Dank an alle, die mitgespielt haben. Das war sehr, sehr, sehr krass. Sehr, sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich dann drauf. Monster Hunter World Iceborne. Im September kommt das, glaube ich, raus. Wir sehen es ja gleich auch nochmal. Im September dann ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dass ich dann wieder irgendwie 190 Stunden darin verliere, Alter. Ah, das wird schön. Da freue ich mich sehr drauf. So. Nice. Genau, ab 6. September 2019 ist die ganze Geschichte dann verfügbar. Und ich hab Bock. Das heißt, falls ihr das mit mir zusammen erleben möchtet, lasst die Abos da, lasst die Follows da, lasst die Subs da, lasst alles da, dass ihr irgendwie benachrichtigt werdet, sobald hier die ganze Geschichte mit mir online geht. Und wir sehen uns dann hoffentlich schon mal vor September wieder, weil hier passiert noch weiteres cooles Zeug auf dem Kanal. Daher, goodbye.